Kann Theater politisieren und besitzt es die Kraft, die Gesellschaft zu verändern? Eine uralte Frage, die heute aktueller denn je ist. Ich freue mich sehr, heute mit Michael Ruf in einer neuen Ausgabe von Raum für Notizen darüber zu sprechen. Michael ist künstlerischer Leiter und Gründer der Bühne für Menschenrechte, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Geschichten zu erzählen, die sonst weniger Gehör finden. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Willst du was trinken erstmal? Sehr, sehr gerne. Wir haben stilles Wasser, Traubenlimonade oder Rhabarberschorle. Ich würde eine Traubenlimo nehmen, bitte. Okay, dann bringe ich dir die mal. Bei meiner Recherche habe ich gar nicht so viel über dich persönlich gefunden, was jedoch sehr markant war, dass du ziemlich viel studiert hast. Von Film hin zu Soziologie, Psychologie, kreatives Denken. Wie kam es denn dazu, dass du so viel verschiedene Sachen studiert hast und wie hat es dich vielleicht auch ein Stück weit dahin gebracht, wo du heute bist? Also was wir bei der Bühne für Menschenrechte machen, ist ja so an der Schnittstelle von Aktivismus, Theater, Politik und Kunst. Und genauso habe ich unterschiedliche Dinge in meinem Studium kennenlernen können. Ich habe ein sozialwissenschaftliches Studium gemacht, habe mich da mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt. Ich war dann Austauschstudent in den USA, habe mich mit kreativen Fragen beschäftigt, habe dann nochmal in London einen Master gemacht, wo es um Dramaturgie, also um die Frage, wie ich Geschichten erzähle, geht, gemacht. Und ja, jetzt bin ich sehr froh, in meiner Arbeit diese verschiedenen Inputs jetzt zusammenbringen zu können. Ja, schön. Also hat sich das alles, konntest du praktisch alles vereinen sozusagen in einem Ding. Wie kam es denn dann zur Gründung der Bühne für Menschenrechte? Also woher hattest du die Idee und was ist vielleicht auch so ein bisschen das Grundkonzept? Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Also die Idee kam durch eine ganz konkrete Inspirationsquelle oder eine Inspirationserfahrung. Es gibt in England eine Organisation mit dem Namen Actors for Human Rights, also Schauspieler, Schauspielerinnen für Menschenrechte. Ich habe damals in England gelebt, bin in so einen Londoner Vorort gefahren, habe mir eine Aufführung der Silent Monologues angesehen. Und ich hatte mich davor durchaus schon mit Flucht, mit Asylpolitik und ähnlichen Fragen beschäftigt. Aber den Schauspielern und Schauspielerinnen an diesem Abend ist es gelungen, wirklich mehr unter die Haut zu gehen mit den Geschichten, die sie erzählt haben, voller Details, Lebensgeschichten von Geflüchteten zu erzählen. Sie haben mich ganz direkt angesprochen, als würden sie mich so an der Hand nehmen und reinziehen in eine Welt, die mich da nicht mehr kalt gelassen hat. Und ich habe dann, als ich dann eben wieder dann nach London zurückgefahren bin, auf der Zugfahrt mit Christine Bacon, die diese Actors for Human Rights gegründet hat, mich länger unterhalten. Und sie hat eben so die ganze Arbeitsweise, das ganze Organisationsprinzip erläutert. Nämlich, dass es jetzt nicht ein einziges Ensemble gibt, um diese Stücke aufzuführen, sondern dass es ein großes Netzwerk an professionellen Schauspieler, Schauspielerinnen, Musiker, Musikerinnen gibt. Also dass es jeweils die regionalen Künstler und Künstlerinnen sind, welche diese Stücke darbieten. Mhm. Und dadurch hat man eine ganze Vielzahl von Optionen. Man kann sehr, sehr viele Aufführungen machen. Man kann ganz, ganz viele Leute erreichen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wieso sollte etwas Ähnliches nicht auch hierzulande funktionieren? Okay, und dann hast du praktisch den Verein gegründet und ich glaube, ihr habt ja in Berlin gestartet, mittlerweile habt ihr aber ein bundesweites Netzwerk mit über 500 SchauspielerInnen und MusikerInnen. Wie hat dieser Aufbau denn stattgefunden und war das irgendwie ein langwieriger Prozess oder ging das ganz schnell? Wie hast du deine Leute gefunden? Wie haben sich diese Netzwerke gebildet? Mhm. Was ist vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke dahinter oder warum dieses Netzwerk überhaupt? Also der Gedanke dahinter ist tatsächlich, dass man mit vergleichsweise wenig Ressourcen viele, viele Leute erreichen kann, viele, viele Aufführungen machen kann. Das ging ganz klein los mit eben einer Aufführung von nur einem Monolog und dann
gab es die erste Produktion, die Asylmonologe, die ist 2011 auf die Bühne gekommen. 2015 gab es dann die Asyldialoge, die Begegnungsgeschichten von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung erzählen. Jetzt seit 2 Jahren gibt es die NSU-Monologe, die die Erfahrungen der Hinterbliebenen der NSU-Mordserie erzählen. Und wir haben mit einem ganz kleinen Kreis von Schauspieler, Schauspielerinnen begonnen. Aber die Leute, die mitmachen, empfehlen dann eben andere Leute weiter, die vielleicht auch mitmachen möchten. Und so sind wir mittlerweile bei einer Zahl von mehreren hundert Künstler, Künstlerinnen, die sich engagieren. Und das ermöglicht eben, dass sie zum Beispiel dieses Jahr 110 Aufführungen in ganz Deutschland machen werden. Oder wir waren vor 2 Monaten beispielsweise erstmals in den USA. Mhm. Und es war gar nicht möglich, jetzt mehrere Leute da mitzunehmen von hier. Deswegen haben wir einfach vor Ort, wir haben in New York Schauspieler, Schauspielerinnen, Musiker, Musikerinnen gesucht und haben dann mit den lokalen Künstler, Künstlerinnen diese Aufführung bestritten. Und die Idee dahinter ist, dass wir an jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt diese Aufführung machen können. Okay, das ist ja ziemlich spannend. Wir haben heute die tolle Möglichkeit, sogar einen kleinen Einblick in eure Arbeit zu gewinnen, live hier in der Sendung. Vielleicht willst du noch mal 1, 2 Sätze dazu sagen, was wir gleich sehen werden. Wir werden jetzt einen Auszug aus den NSU-Monologen sehen. Die NSU-Monologe erzählen die Geschichten von Adile Şimşek, Elif Kubaschik, İsmail Yozgat und ihrem Kampf um die Wahrheit. Mhm. Mit Frau Şimşek und Frau Kubaschik haben wir jeweils ein ganztägiges Interview geführt. Im Falle von İsmail Yozgat hat uns die Familie verschiedene Materialien wie öffentliche Reden oder Gerichtsprotokolle anvertraut. Wir haben dann diese Texte lediglich gekürzt, verdichtet und verdichtet. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir nie was hinzuerfinden, sondern dass wir eben wortgetreues, wortwörtliches Theater machen, dass wir auch die sprachliche Ausdrucksweise dieser Personen quasi 1:1 beibehalten. Wir werden jetzt einen Auszug sehen aus dem Monolog von İsmail Yozgat. İsmail Yozgat hat seinen Sohn Halit Yozgat verloren. Dieser wurde vom NSU getötet am 6. April 2006. Und wir werden jetzt einen kurzen Auszug von knapp 3 Minuten sehen aus einem Monolog, der sonst 20 Minuten geht auf der Bühne. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass 2 Künstler mit hierher gekommen sind. Das ist zum einen der Jonas am Cello und Eray, der als Schauspieler die Geschichte von İsmail Yozgat hier in Kurzfassung wiedergeben wird. Okay, schön. Dann schauen wir uns das mal an. Ich bin İsmail Yozgat. Ich bin 1970 nach Deutschland gekommen. Wir hielten Deutschland für ein aufrichtiges und gerechtes Land. Wir waren immer anständig, haben immer gearbeitet. Alles in dem Glauben, hier in Deutschland sei alles fair, gerecht und strukturiert. Ich war nicht einen Tag lang arbeitslos. Ich habe nie einen Heller von irgendjemandem gewollt. Wir haben an Deutschland geglaubt. Ich bin der Vater des 21-jährigen Halit Yozgat. Er ging mit seinem besten Freund Yunus in dieselbe Schule. Und von seinen jungen Streichen hat Halit natürlich nicht viel erzählt. Aber er hat unglaublich gerne Fußball gespielt. Er ging in die Moschee, lernte vieles aus dem Koran auswendig und wollte Imam werden. Als er seinen Neffen Cihan einmal schlafen legen sollte, hielt er ihn stundenlang im Arm, legte ihn nicht hin, aus Angst, er könnte im Schlaf gestört werden. Wir könnten noch hunderte tolle Eigenschaften mehr aufzählen. Es war der 6. April 2006, ein Donnerstag, ein Tag vor meinem Geburtstag. Halit und ich wechselten uns ab mit dem Tresen. Irgendwann am Nachmittag kamen Halit und seine Mutter in den Laden und sie sagte: "İsmail, Halit hat mir Geld gegeben, damit wir dir ein Geschenk kaufen. Du sollst es dir selbst aussuchen." Halit ist dann im Laden geblieben, meine Frau und ich sind in den Baumarkt. Ich habe mir einen Werkzeugkasten gekauft. Meine Frau und ich waren kurz nach 17 Uhr wieder beim Internetcafé und normalerweise stand Halit immer an der Tür, wenn ich ihn ablösen sollte. An diesem Tag nicht. Ich wunderte mich kurz. Kein Halit. Ich rief: "Halit, sitzt du gerade selbst an einem der Computer?" Mein Blick richtete sich auf das Pult direkt am Eingang. Ich sah 1, 2,
drei rote Tropfen akkurat nebeneinander. Wieder rief ich: Halit, was machst du denn hier mit der roten Farbe? Und da sah ich ihn. Er lag hinter dem Pult. Halit, was ist mit dir? Ich nahm ihn in den Arm. Seine Augen verfärbten sich violett. Er ist in meinen Armen gestorben. Bis zu meinem Tode wird mein Geburtstag nicht mehr gefeiert. Und dann, in der Familie wurde der Mörder vermutet. Man nahm an, dass wir krumme Geschäfte gemacht hätten. Die Folge waren DNA-Tests, Kontountersuchungen, Abhörung unserer Telefonate. Wir wurden bei Besuchen von Verwandten, zum Beispiel in Holland, verfolgt. Wir sind sogar während Halits Beerdigung beobachtet worden. Die Nachbarn haben gesagt, sie hätten das von der Familie Yozgat nicht erwartet. Sie sagten über uns, ihr Sohn Halit wurde erschossen, weil wir krumme Geschäfte betrieben haben. 6 Jahre lang habe ich selbst die Mörder gesucht. Ich wusste, wer die Mörder meines Sohnes sind. Ich habe dem Polizisten gesagt, dass die Mörder Ausländerfeinde oder Türkenfeinde sind. Sie glaubten uns nicht. Ja, wir haben jetzt hier einen kleinen Einblick in die NSU-Monologe bekommen. Eine sehr eindrucksvolle Performance. Vielen Dank auch nochmal an die beiden, dass sie hier heute waren. Du hast gerade erzählt, ihr führt Interviews mit Menschen und kürzt die vielleicht. Und praktisch dann werden sie von den Schauspielern auf der Bühne performt. Das ist so diese Arbeitsweise des dokumentarischen Theaters. Wie findet ihr denn die Geschichten und wie sieht dann dieser Arbeitsprozess auch mit den Leuten aus, bis die letztendlich dann aufgeführt werden hier? Also im Falle der NSU-Monologe war es ein Prozess, der sich über 3 Jahre hin erstreckt hat, von den ersten Kontaktversuchen bis hin zur Premiere. Man muss dazu sagen, dass die Hinterbliebenen der NSU-Mordserie gar keine Interviews mehr geben wollten und schon gar nicht in dieser Ausführlichkeit, wie wir sie für unseren Arbeitsprozess benötigen. Wir haben dann aber dennoch die Anwälte, die Nebenklageanwälte der Hinterbliebenen immer wieder und wieder eingeladen. Da war es auch hilfreich, dass wir eben auch an so vielen verschiedenen Orten diese Aufführung machen. Und irgendwann gelang es dann doch eben, dass ein Anwalt gekommen ist und sich einen Live-Eindruck von unserer Arbeit verschaffen konnte. Ich konnte also sehen, dass wir keine Geschichten erfinden, dass es also keine Fiktionalisierung ist, was gerade bei so sensiblen Themen sehr, sehr hilfreich ist. Und dass wir eben versuchen, eine würdevolle Erzählung eben auf die Bühne zu bringen. Es war auch hilfreich, dass wir, ohne uns weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, sagen konnten, durch dieses große Künstler-Künstlerinnen-Netzwerk können wir Aufführungen an 100 Orten im Grunde garantieren. Und das hat dann dazu geführt, dass eben jener Anwalt dann seiner Mandantin empfohlen hat, sich mit uns zu treffen. Über diesen Anwalt gab es dann Kontakt zur nächsten Anwältin. Und so gab es dann letztendlich die Einwilligung, dass es eben das eintägige Interview mit Frau Schimschek und Frau Kubaschik letztendlich gegeben hat. Okay, das heißt, es ist aber schon auch immer so ein bisschen Arbeit, dann an diese Geschichten zu kommen und die Leute auch wirklich, ja, denen so zu zeigen, okay, das ist ein guter Raum für ihre Geschichten, weil es ist ja bestimmt auch für viele Betroffene nicht unbedingt einfach, dann darüber zu sprechen. Das ist richtig. Die Leute überwinden sich erstmal, ihre Geschichten zu erzählen. Das sind auch sehr schmerzhafte Erfahrungen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Interviews erinnern. Die Beteiligten sehen es eben auch als politisches Projekt, als eine gewisse Form von Bildungsarbeit. Ich weiß doch, jetzt im Falle der NSU-Monologe hat Elif Kubaschik, also die Witwe von Mehmet Kubaschik, zu uns gesagt, sie möchte, dass möglichst viele Schüler, Schülerinnen diese Geschichten eben erfahren. Und es geht darum, dem medialen Diskurs auch was entgegenzusetzen. Also jetzt, um nochmal das NSU-Thema als Beispiel zu nehmen, viele Journalisten, Journalistinnen haben ja sich auf die Täter, Täterinnen fokussiert und es ist ganz, ganz wenig über die Betroffenen selbst gesprochen worden. Wir kennen die
die Namen der Täter, Täterin. Aber alleine die Namen der Hinterbliebenen sind oft unbekannt. Und dann die ganzen Lebensgeschichten, die ganzen Biografien, eben auch diese Erfahrung mit den rassistischen polizeilichen Ermittlungen, die eben auch angedeutet wurden, die kennt man in dieser Form eben nicht. Und auch deswegen ist es hilfreich, nicht zu fiktionalisieren, weil sonst wird man es ja fast gar nicht glauben. Also im Falle der NSU-Mordserie, in allen neuen migrantischen Opferfamilien wurde ja gegen die Familien ermittelt. Also der Täter wurde in den Familien erwartet, also in 100% dieser migrantischen Opferfamilien war das die polizeiliche Vorgehensweise. Und da ist es eben sehr, sehr hilfreich, eben bei den authentischen Geschichten zu bleiben. Und auch, also wir haben jetzt gerade gesehen, ist ja auch ein sehr reduziertes Bühnenbild. Es gibt kein wirkliches Kostüm. Das ist dann praktisch auch der Gedanke dahinter, dass man sich wirklich auf die Geschichte konzentrieren kann. Genau, es geht um die Geschichten als solche. Wir möchten gar nicht, dass danach darüber geredet wird, ob jetzt der Schauspieler einen guten oder schlechten Tag hat oder ähnliches. Mhm. Es geht um die Geschichten und diese puristische Arbeitsweise ermöglicht uns, du hast es angedeutet, ohne Kostüme, ohne Bühnenbild, wirklich überall zu performen. Wir sind in Gemeindehäusern, wir sind in natürlich Theatern, wir sind aber auch in Schulen, Universitäten, Kirchen, Moscheen, wir sind auch im öffentlichen Raum. Als jetzt im Juli das NSU-Urteil im Münchner Prozess verkündet wurde, haben wir an dem Tag in Dortmund, in Berlin, in München eben im öffentlichen Raum eben auch Auszüge aus diesem Theaterstück darbieten können. Okay, das heißt, das Theater bewegt sich auch so ein bisschen aus seinem institutionellen Rahmen heraus damit, was ja sicherlich auch nicht schlecht ist. Dadurch und auch dadurch, dass wir eben jetzt nicht nur ein Theaterstück zeigen, sondern dass wir auch immer noch Publikumsgespräche danach eben machen, wo nochmal Aktivisten, Aktivistinnen von der lokalen Ebene zu Wort kommen, die dann auch sagen, wo man sich engagieren kann, wie man sich einbringen kann. Weil es für uns genügt es nicht, dass wir bestimmtes Wissen vermitteln, dass wir bestimmte Geschichten erzählen, sondern es geht uns wirklich darum, politisch was zu verändern. Und da hilft es eben, dass eben Vertreter, Vertreterinnen von Initiativen dann eben auf der Bühne stehen und sagen, das machen wir schon und man kann sich ganz konkret so und so bei uns einbringen. Es geht also darum, einen niederschwelligen Einstieg für Leute, die vielleicht schon offen sind gegenüber diesen Themen, aber noch nicht aktiv sind, eben zu bereiten. Wir gehen darauf später auch noch mal ein bisschen spezieller ein. Jetzt würde ich aber gerne mal mit dir zur Dartscheibe gehen, weil du hast uns ja auch eine Notiz mitgebracht. Genau, dann kannst du mal deine Treffsicherheit erproben. Okay. Ah. Hoppla. Macht nichts. Genau, kannst du einfach. Jetzt mache ich hier alles kaputt. Die hier auseinander, aber das liegt nicht an dir. So, das mache ich mal hier so genau. Hin. Genau, das können wir später. Genau, und auf dieser Notiz steht, wir fordern die Halitzstraße und bezieht sich auch auf das, was Sie eben gehört haben. Okay. Können wir ja gleich im Einzelnen besprechen. Ja. Erzähl uns gerne ein bisschen mehr darüber. Das ist eine Forderung von der Familie Yozgat. Wir haben eben den Auszug vom Monolog von Ismail Yozgat gehört. Halit Yozgat wurde in der holländischen Straße in Kassel geboren. Er hat dort das Internetcafé mit seinem Vater zusammen gegründet und er wurde vom NSU in dieser holländischen Straße umgebracht. Und Ismail Yozgat hat schon oft lautstark verkündet, dass er eben sich diese Umbenennung der holländischen Straße wünscht in Halitzstraße. Er hat es im Münchner NSU-Prozess gemacht. Mhm. Er hat das eben im öffentlichen Raum mehrfach gemacht. Gemeinsam auch mit seiner Familie hat er diese Forderung aufgestellt. Und die Stadt Kassel könnte das durchaus entscheiden. Es gab dann den Halitplatz, einen kleinen Platz in Kassel. Mhm. Aber das ist nicht, was die Familie wollte. Die Familie möchte, um an diese rassistische Mordserie zu erinnern, dass es eine Halitzstraße in Kassel gibt. Das hat bisher leider nicht stattgefunden. Deswegen nutze ich jetzt auch diese Gelegenheit, einfach diese Forderung nochmal zu benennen. Ja, sehr schön. Also hier an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, vielleicht staut die Stadt Kassel ja auch zu. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, auch im öffentlichen Raum auf diese Geschichten aufmerksam zu machen. Du hast es jetzt gerade schon mal so
öfter mal so ein bisschen angesprochen, aber jetzt noch mal so knapp in ein paar Sätzen. Was ist denn deine Vision mit deiner Arbeit bei der Bühne für Menschenrechte? Was steckt dahinter? Also wir möchten, wie eben angedeutet, aktivieren. Wir möchten nicht nur irgendwie Theaterstücke zeigen, sondern wir möchten einen Beitrag leisten im politischen Diskurs, der gerade stattfindet. Und da ist es eben wichtig, auch von Protagonisten zu erzählen, die selbst aktiv geworden sind. Das machen wir auch bei den Asylmonologen, bei den Asyldialogen, also den ersten beiden Produktionen. Wir möchten eben, dass Leute sich engagieren, indem sie eben sich auch erstmal identifizieren mit den Personen, deren Geschichten erzählt werden. Und obwohl wir das schon eine ganze Weile machen, obwohl wir viele Anfragen bekommen, diese Theaterstücke aufzuführen, habe ich immer noch manchmal so das Gefühl, wir sind am Anfang erst unserer Arbeit. Mit anderen Worten, das Potenzial ist noch gar nicht ausgeschöpft, weil wir jetzt ja dieses Netzwerk aufgebaut haben an mehreren hundert Künstlern, Künstlerinnen und jetzt auch weitere Produktionen nachschieben können und schon im Vorfeld wissen, dass wir eben an vielen, vielen Orten dann diese Stücke zeigen können. Mhm. Gerade entwickeln wir eine neue Produktion, Arbeitstitel Die Mittelmeermonologe. Mhm. Und wir haben hier in den letzten Jahren viele, viele inspirierende Künstler, Aktivisten, Aktivistinnen kennengelernt, die versuchen, diesem Sterben auf Mittelmeer was entgegenzusetzen. Ich will zwei Beispiele nennen. Das eine ist Sea-Watch, eine Organisation, die Seenotrettung betreibt. Das andere ist das sogenannte Alarm-Phone. Das sind Aktivisten, Aktivistinnen, die transnational organisiert sind und die so eine Art telefonische Seenotrettungs-Hotline haben. Viele kennen die noch gar nicht. Und wir finden es aber absolut inspirierend zu sehen, dass es hier Leute gibt, die ehrenamtlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche eben diese so eine Art Hotline betreiben, die eben versucht, dass also wenn Menschen auf dem Mittelmeer in Gefahr geraten, dort anrufen können, sodass dann diese Aktivisten, Aktivistinnen eine Seenotrettung organisieren. Mhm. Und wir möchten hier einfach einen Beitrag leisten, dass die Diskussion wieder in eine andere Richtung geht. In letzter Zeit wurden ja die Helferinnen kriminalisiert und wir möchten einfach auch hier inspirieren durch die Geschichten, die wir gehört haben. Wir möchten natürlich auch wieder die Perspektive jener Menschen erzählen, die sich auf das Mittelmeer begeben, diese gefährliche Überfahrt machen, um hier schlichtweg in Sicherheit zu kommen. Ja. Das heißt, es wird dann ein Mix sein aus einerseits Leuten, die praktisch geflüchtet sind übers Mittelmeer und andererseits aber Aktivisten, die praktisch diese Leute unterstützen. Genau, und das muss ich auch nicht ausschließen. Es gibt auch viele Leute, auf die beides sozusagen zutrifft. Wie gesagt, die Idee ist jetzt nicht erst dieses Jahr entstanden, als diese Seebrückenbewegung aufgekommen ist. Ja. Davor haben wir ganz, ganz tolle Menschen erlebt und ist auch ein bisschen jetzt der Vorteil dadurch, dass wir diese Arbeit schon seit Jahren machen, dass viele uns kennen, dass wir gar nicht mal immer nur die Leute suchen müssen, sondern die Leute auch auf uns zugehen und sagen so, hier, ich habe von der Geschichte gehört, die ich viel erzählenswert finde, die sonst zu kurz kommt einfach. Habt ihr nicht Lust, hier ein Gespräch zu führen und das dann in die nächste Produktion einzubringen? Okay, schön. Und gibt es schon ein Datum ungefähr, wann man das sehen kann? Oder seid ihr noch mitten im Prozess? Ja, das ist eine heikle Frage, weil wir schon seit Wochen, seit Monaten dann ein Premierendatum festlegen wollen. Aber wir einfach mit den bisherigen Aufführungen so viel zu tun haben, dass wir das immer so ein bisschen nach hinten verschieben. Aber wir streben das für Frühjahr 2019 an, das Ganze dann als Premiere auf die Bühne zu bringen. Okay, bin ich ja schon mal sehr gespannt. Warum glaubst du denn, du hast ja gerade angesprochen, dir ist es wichtig, damit auch eine politische Arbeit zu leisten. Warum glaubst du, dass das Medium Theater dafür das Richtige ist? Warum kein anderes Medium wie Film oder Zeitung oder Bücher oder was auch immer? Also warum gerade Theater? Also auch diese Medien sind natürlich, können sehr wirkungsvoll sein. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Ich persönlich glaube an die Kraft von Theater, an die Stärke einer Inszenierung. Mhm. Also jetzt konkret, was unsere Form von Theater, also wortgetreues, wortwörtliches Theater angeht, finde ich, dass diese Kombination, eine wahre Geschichte zu nehmen, aber die schon auch durch ästhetische Stilmittel aufzuarbeiten und durch großartige Kommunikatoren, nämlich Schauspieler, Schauspielerinnen, dann erzählen zu lassen, dass das eine sehr, sehr gute Kombination ist.
Wie gesagt, wir haben eine sehr geradlinige Form von Theater, ohne Schnickschnack, ohne Schnörkel, wo schlichtweg diese Geschichten erzählt werden und im Mittelpunkt stehen. Und das, finde ich, funktioniert sehr, sehr gut, um Geschichten an den Mann und an die Frau zu bringen. Also nochmal, dieses, dass wir nicht fiktionalisieren, ist gerade wichtig bei einem Thema, wo ansonsten Leute sagen würden, das glaube ich nicht. Und deswegen können wir, und das machen wir auch immer vor jeder Aufführung, sagen, das sind die Geschichten genauso, wie sie uns erzählt worden sind. Ich war selber mal im Maxim Gorki bei den Asylmonologen, damals, ist schon ein bisschen her. Und ja, ich fand das auch eine ziemlich krasse Erfahrung, vor allem so danach, wo das dann vorbei war. Und du hast ja vorhin auch angesprochen, dass es dann aber auch immer zwei Experten gibt sozusagen, die das vielleicht dann auch so ein bisschen auffangen oder thematisieren, nochmal drüber sprechen, weil man ist dann wirklich sehr aufgewühlt und hat auch wirklich eigentlich das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Was sind das dann für Leute, beziehungsweise wie sucht ihr die aus und was ist da vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass es danach nochmal in so ein Gespräch kommt? Also der Gedanke dahinter ist, dass Leute einfach viele Fragen haben, dass sich viele Fragen eröffnen, während sie die Stücke sehen und dass wir die Leute da nicht einfach so alleine stehen lassen wollen. Viele Leute sagen, dass sie danach einen Gesprächsbedarf haben und deswegen gibt es diese Gespräche. Es ermöglicht eben auch immer so einen Bezug zur lokalen Ebene zu machen, gerade wenn wir jetzt in anderen Städten sind. Es ermöglicht auch so eine Aktualisierung, wenn die Stücke vielleicht, also die Interviews vor einem Jahr oder vor zwei Jahren geführt wurden, jetzt zum Beispiel Thema NSU, da wurde jetzt auch das Gerichtsurteil ja verkündet im Juli, einfach was seitdem passiert ist. Und wir gucken einfach, was sind Menschen, die Spannendes zu erzählen haben. Haben da auch diesbezüglich schon ein großes Netzwerk von ExpertInnen, von AktivistInnen gewinnen können in den letzten Jahren, die wir dann je nach Gelegenheit einladen. Okay. Jetzt ist ja immer die Frage, also wie gesagt, es ist dann, man schaut sich dieses Stück an und ist danach sehr berührt und hat viele Fragen. Natürlich ist ja auch, glaube ich, der Wunsch da, dass das dann zu einer weiteren Handlung führt, beziehungsweise sich aus dem Theatersaal rausbewegt, auch in das alltägliche Leben. Wie glaubst du denn, sind da die Chancen, dass es tatsächlich dann auch, dass da wirklich was mit rausgenommen wird, beziehungsweise wirklich aktiv danach dann sich irgendwas verändert bei den Menschen? Also klar, es ist schwierig, das irgendwie zu bemessen, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen was dazu erzählen, wie du das siehst. Also durch diese Publikumsgespräche, die quasi immer stattfinden, denke ich, erhöhen wir die Chancen schon mal ganz stark, dass es eben nicht nur bei einem Theaterbesuch bleibt. Aber natürlich ist es eine spannende Frage, was passiert wirklich? Wir rufen dann immer ein paar Wochen oder wenige Monate, nachdem wir in einer bestimmten Stadt waren, die Gastgeber, also die uns eingeladen haben, an und fragen ganz konkret, was hat sich vor Ort getan? So, was ist passiert seitdem? Was hat das Ganze gebracht? Und da ist es schon so, dass wir immer wieder die Antwort bekommen, dass eine Debatte in eine andere Richtung ein Stück weiter nachgegangen ist. Oder dass wirklich auch Initiativen, die sich an einem Abend vorgestellt haben, die es vorher schon gab, dass die dann neue Mitstreiter oder Mitstreiterinnen haben. In einem Fall sogar hat sich, das war in Bremen vor ein paar Jahren gewesen, hat sich am Abend sogar selbst eine Gruppe formiert, die eine Unterstützungsarbeit, also Ämterbegleitung für Geflüchtete macht und die bis heute aktiv ist. Und es sind natürlich ganz, ganz großartige Erfolge, die uns eben Mut machen und motivieren, weiterzumachen. Ja, das ist sehr schön, weil das ist ja immer... Ja, muss man immer kritisch sehen, inwieweit kann das wirklich was verändern. Aber ich meine, es ist ja dann Wahnsinn, wenn ihr da wirklich auch Beispiele habt, die belegen, dass diese Arbeit etwas verändert und bewegt. Das ist sehr schön. Jetzt wird auch derzeit viel diskutiert über so eine bestimmte Blase, in der sich bestimmte Sachen befinden. Die Theaterblase, die Kunst- und Kulturblase allgemein. Also so ein bisschen die Diskussion, okay, man erreicht damit immer eine bestimmte Anzahl von Menschen, die aber vielleicht auch von bestimmten Sachen gar nicht mehr überzeugt werden müssen oder die eigentlich das sowieso alles schon wissen. Wie siehst du das denn mit der Arbeit bei euch? Erreicht ihr da ein vielschichtiges Publikum oder ist es dann doch auch wieder nur irgendwie eine Blase, die man erreicht damit?
Also unsere Zielgruppe sind Leute, die schon durchaus eine gewisse Offenheit haben bezüglich dieser Themen. Also wir suchen jetzt nicht die Rechtsradikalen zu erreichen. Es wäre eine naive Vorstellung, dass man die durch einen Theaterbesuch da irgendwie bekehren könnte. Sondern es gibt Leute, die sind sehr, sehr offen bezüglich dieser Fragen, aber die dennoch viel nicht wissen oder die noch nicht aktiv sind. Und das ist unsere Zielgruppe. Und dadurch, dass es Theaterabende sind, denke ich, gelingt es auch, diese zu erreichen. Also Leute, die bereit sind, sich mal so eine Theateraufführung eben anzuschauen, aber die jetzt nicht zu einem Seminar zu dem Thema gehen würden, oder die jetzt nicht lange einen Artikel in der Zeitung lesen würden, aber die vielleicht einfach mitkommen, wenn Freund, eine Freundin zu so einem Theaterabend geht. Und deswegen, glaube ich, ist es schon, gelingt es schon, eben nicht nur die schon Bekehrten, wie du eben meintest, zu erreichen. Und ich glaube, auch die Zahlen, die wir vorweisen können, geben uns der Mut. Also wenn ich jetzt grob rechne, dieses Jahr haben wir ungefähr 15.000 Menschen erreicht. Also so viele Aktivisten kann es ja zu diesen Themen eigentlich gar nicht geben. Das heißt, wir erreichen schon immer wieder auch Leute, bei denen noch was zu machen ist sozusagen. Schön. Und jetzt so ein kleiner Blick in die Zukunft. Du hast gesagt, ihr seid jetzt gerade an der aktuellen Produktion dran und die wird wahrscheinlich Anfang 2019 oder im Frühjahr irgendwann starten. Darüber hinaus, was wünschst du dir, was ist deine Vision für die Zukunft, für die Bühne, für Menschenrechte? Ja, der Begriff Vision ist ja fast schon so ein sehr positiver Begriff. Wir sehen einfach eine Notwendigkeit, das zu tun, was wir machen. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, wir haben jetzt eben auch ein gewisses Standing aufgebaut, eine gewisse Bekanntheit eben erreichen können. Und wir haben eben dieses jetzt schon oft genannte Künstler-Künstlerinnen-Netzwerk. Und ich denke, es ist jetzt einfach unsere Verantwortung, das zu nutzen, auch zu anderen Themen, auch weiterhin zum Thema Flucht und Asyl, aber vielleicht auch zu sozialen Themen, dann Stücke zu entwickeln und diese eben an möglichst vielen Orten aufzuführen. Und weil du es jetzt gerade anschneidest, diese Themen, wie entscheidet ihr euch denn? Also ich meine, gut, NSU und jetzt die Geflüchteten-Thematik, das waren jetzt einfach sehr, sehr aktuelle Themen auch in letzter Zeit. Mhm. Geht ihr da so nach dem Gespür, okay, was ist jetzt gerade wichtig? Oder also wie findet ihr diese Themen? Wie entscheidet ihr euch dafür? Mhm. Also erstmal, es gibt so viele Themen, wir wissen gar nicht, wo anfangen. Also da haben wir keinen Ideenmangel. Wir haben ja 2011 begonnen, die Asylmonologe aufzuführen. Also zu einem Zeitpunkt, wo jetzt dieser große mediale Diskurs zum Thema Flucht noch gar nicht existiert hat. Und da war eben unser Punkt zu sagen, das ist ein Themengebiet, wo zu wenig oder falsch über das Thema gesprochen wird, wo eben das Sprechen über dieses Thema durch Klischees, durch Vorteile bestimmt ist. Mhm. Und das ist immer so die Frage, die wir stellen, wo kommen bestimmte Stimmen zu kurz? Mhm. Ja, und das ist mit eben das Hauptaugenmerkmal, wenn wir eben dann uns dafür entscheiden, neue Stücke zu entwickeln. Beim Thema NSU war es eben das Gleiche gewesen, dass der Fokus auf die Täter, Täterinnen war und wir uns dann eben für die zu kurz gekommenen, also für die betroffenen Stimmen dann entschieden haben. Okay. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Michael, dass du heute da warst. Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Vielen Dank auch ans Zuschauen bei euch zu Hause. Falls ihr die Sendung nochmal sehen wollt oder zu spät eingeschaltet habt, könnt ihr das gerne auf YouTube tun. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,